Heute kochen wir ein traditionelles Gericht aus dem hohen Norden. Moin, herzlich willkommen zurück beim Kübelgärtner. Wir haben ein großes Paket bekommen aus dem Hohen Norden. Vielen Dank nochmal an Ingelore und Jung. Unter anderem waren drin enthalten Marmeladen, Tomatengrundsoße, ein paar selbstgemachte Sachen und für euren Liebling Paul ein Schal. Finde, steht ihm sehr gut. Ich möchte mit euch heute Lapskaus machen. Lapskaus ist ein norddeutsches Gericht, was dort oben sehr Tradition hat. Laut Überlieferung stammt es aus der Seefahrt, weil die Seefahrer in der Regel lange haltbare Lebensmittel an Bord hatten. Für euren Lapskaus braucht ihr folgende Zutaten, die genauen Mengenangaben setze ich unten in der Videobeschreibung rein. Ihr braucht Kartoffeln, Lorbeerblätter, rote Beete, war übrigens auch mit im Paket mit bei. Gewürzgurken, Matjes, Corned Beef, Eier, Zwiebeln und Butter. Die Kartoffeln haben wir schon geschält, Lorbeerblatt ist auch dran. Wer möchte, kann auch noch eine Gewürznelke dazugeben. Und Salz kommt ebenfalls hinzu. Wir gehen in der Küche und machen dort weiter. Als erstes kochen wir die Kartoffeln einmal ordentlich durch und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Beilagen. Und weiter machen wir mit der roten Beete, die nachher zu den Kartoffeln dazukommt. Dazu braucht ihr einen Mixer oder Küchengerät. Gebt hier den Matjes mit rein, die rote Beete. Wenn eure rote Beete noch nicht geschnitten ist, schneidet die, macht das aber auf ein Kunststoffbrett, weil bei einem Holzbrett, das bekommt ihr nie wieder sauber. Dann noch die Gurken. Ja, komm raus da. Und etwas Gurkenwasser. Püriert nun eure Zutaten einmal durch. Kann ruhig ein bisschen gröber sein, muss nicht unbedingt so fein sein. Mit den Groben reicht das so vollkommen hin. Ist natürlich Geschmackssache. Wer es feiner mag, kann es gerne machen, aber so für mich reicht das vollkommen hin. Als nächstes werden Zwiebeln geschnitten, habe ich schon mal vorbereitet. Und das Corned Beef klein geschnitten. Beim Corned Beef habt ihr schon das Werkzeug mit bei, braucht ihr also keinen Dosenöffner. Den Corned Beef einmal schneiden und grob würfeln. So, ihr Lieben, die Kartoffeln sind fertig gekocht. Die werde ich erstmal zur Seite stellen und kümmere mich um die Zwiebeln und die rote Beete. Nehmt hierfür einen Topf und gebt als allererstes erstmal ein bisschen Butter hinzu. Gebt dann die Zwiebeln hinzu und dünstet die an. Im nächsten Schritt kommt der Corned Beef hinzu.
Die Kartoffeln werden abgegossen und einmal grob gestampft. Gibt nun die rote Beete hinzu. Rührt das Ganze durch und dadurch bekommen eure Kartoffeln eine schöne Rotfärbung. Nun kommt der Corned Beef noch mit dazu. Das Ganze rühren wir ordentlich durch. Rührt das Ganze so lange durch, bis ihr eine Art Kartoffelbrei habt. Gebt nun eine Pfanne mit etwas Öl auf den Herd und bratet dort ein bis zwei Spiegeleier. Kommen wir nun zum Anrichten. Ich lege mir die Matjes auf den Teller. Man kann die Matjes auch noch in kleine Stücke der Würfel anrichten. Den Corned Beef dazu. Und dann geben wir noch die Spiegeleier hinzu. Entweder oben mit drauf oder mit dran, ist Geschmackssache, kann jeder nach Belieben selber machen. Dann geben wir noch eine Gurke dazu und etwas rote Beete. So, meine Lieben, heute habe ich euch gezeigt, wie man Lapskaus selber kocht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, der Kübelgärtner.